Der nächste Faktor ist die Dringlichkeit. Dringlichkeit macht unelastisch. Und zwar extrem unelastisch. Je dringender Sie das Produkt brauchen, desto unelastischer sind Sie. Nehmen wir an, da ist ein Mensch, der ist zuckerkrank, der braucht Insulin. Das Insulin ist für ihn sogar eine Frage von Leben und Tod. Und jetzt wird der Preis für Insulin erhöht. Hat er eine Chance? Kann er auf die Preiserhöhung mit Mengenrückgang reagieren? Er kann nicht. Ja, er kann nicht. Er braucht dieses Produkt dringend. Ja, ganz extrem ist der Junkie, der seine tägliche Dosis an Droge braucht. Der ist extrem unelastisch. Der braucht das, weil sein Körper danach schreit. Wie sagt man, der ist auf Turkey. Ne? Wenn er das jetzt nicht rechtzeitig bekommt, dann hat er Schweißausbrüche und alles Mögliche. Das heißt, der ist extrem unelastisch. Wenn wir jetzt den Preis erhöhen, kann der nichts machen. Der braucht seine tägliche Dröhnung. Ja, das ist extremer Fall von unelastisch. Und mit Pharmazeutika ist das ja ähnlich. Nicht umsonst heißt eine amerikanische Apotheke Drugstore, was wir übersetzen könnten mit Drogengeschäft. Ja, also da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Medikamenten und Drogen. Also das ist Dringlichkeit, macht uns unelastisch. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.